Sprechen Sie die dortigen Mitarbeiter oder die Filialleitung noch einmal auf das Thema Nerzöl an. Sie können uns gerne mitteilen, was die Mitarbeiter oder die Filialleitung zu diesem Thema zu sagen haben. Soko Tierschutz demonstriert heute hier in Offenbach gegen den Verkauf von Nerzöl. Die Drogeriekette Müller behält das Kadaveröl weiterhin in ihren Regalen, obwohl die Herstellung von Nerzöl direkt mit Tierleid verbunden ist. Anstatt eine konsequente Entscheidung für den Tierschutz zu treffen und das Produkt aus dem Sortiment zu nehmen, hat sich Müller dazu entschieden, den Lügen der Pelzindustrie zu glauben. Nerze verbringen ihr gesamtes Leben in winzigen Käfigen und werden nach einem Jahr getötet. Ihnen wird das Fell abgezogen, aus dem Pelz hergestellt wird. Aus ihren Kadavern wird Nerzöl. Nerzöl findet man in vielen Shampoos und Haarspülungen. Wir werden so lange gegen Müller demonstrieren, bis auch dort Nerzöl aus den Regalen verschwunden ist.